Good morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar, Dienstag, 27. September. Auch der Monat nähert sich langsam dem Ende und wir wollen mal sehen, welche Währungspaare hier besonders gut aus der Nummer rausgekommen sind. Im Handelsmonat feststellen lässt sich hier beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen, auch als The Beast bekannt, ist der September eher durchwachsen verlaufen. Und wenn wir mal hier direkt in den Tagesschart gehen, zu diesem Währungspaar konnten wir das auch relativ gut einfangen. Letztlich hat sich hier am 61er Fibonacci Level, also praktisch hier der Idealrücklaufkonstellation im Sinne des übergeordneten Abwärtstrends, tatsächlich hier eine Umkehr gebildet und ja, der Preis rutschte sukzessive durch. Wir hatten hier damals, ich meine, es war hier dieses Niveau, ein mögliches Risikolevel avisiert von, ich sag mal, rund 2,4% auf der Nordseite und knapp 5% auf der Südseite. Chance-Risiko-Verhältnis 2 zu 1 perfekt. Letztlich auch hier nahezu aufgegangen, denn die Annahme, dass das Währungspaar hier Richtung 130 Yen laufen sollte, laufen sollte, erfüllte sich und ja, das auch relativ gesehen hier mit einem starken Abwärtstrend, der sich hier so steil sogar feststellen lässt, dass man hier Probleme hat, die Trendlinie korrekt anzulegen. Aber versuchen wir mal, möglichst viele Auflagepunkte mitzunehmen. Kommen wir so in etwa auf dieses Bild hier. Und interessant ist jetzt die Konstellation, dass wir hier im Prinzip im Juli, dann im August und jetzt letztlich im September genau dieses Level hier eben touchiert haben. Und die große Preisfrage sich jetzt eben stellt, ist der Markt hier vielleicht bereit für eine Umkehr, für eine kleine Erholung, für einen Rebound? Tatsache ist, die Märkte haben heute wieder den Risk-On-Modus eingeschaltet. Das heißt, der Yen erfährt Schwäche und die Aktienmärkte ziehen an, generell gesehen. Das war gestern ganz anders. Wir sehen entsprechend hier im Tageschart die gestrige Kerze, die war schwarz, ohnehin hier im Vorfeld auch, wie gesagt, diese Korrekturbewegung. Und jetzt aber eben interessant, wie es weitergehen könnte. Wir holen uns mal den RSI dazu als Oszillator, der uns hier sozusagen überkauft und überverkauft Zustände im Oszillierungsbereich 0 bis 100 anzeigt. Warum kann ich den jetzt hier nicht hochziehen? Er will gerade nicht. Sei es drum, wir sehen letztlich hier leicht positive Divergenzen, wenn man praktisch hier nochmal ein Tief sieht, was nicht unter dem letzten Tief von der Price Action liegt. Mit dem Indikator hätte man hier eine positive Indikation im Sinne der positiven Divergenz. Zeigt sich aktuell aber nicht und jetzt stellt sich eben hier rein preislich die Frage, ob das Währungspaar hier einen Boden ausbildet und nach oben rausziehen kann oder ob es letztlich doch anders kommt und wir hier einen satten Durchbruch sehen. Wir wissen es letztlich alle nicht, man kann aber ja durchaus annehmen, dass der Markt, wenn er denn hier wieder in einen Risk-Off-Modus geht, sicherlich dieses Niveau aufgeben wird und auch gerade in Bezug zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, und da sprechen wir über die 100-Yen-Marke, wenn diese fällt, dann sieht man hier sicherlich auch einen gewissen Erdrutsch, der sich dann auf alle anderen Yen-Pairs auswirken dürfte. Insofern dann sicherlich eine Yen-Stärke zu erwarten ist auf breiter Front. Und beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen sollte man eben hier auf die Zone um 130 Yen achten, insbesondere natürlich hier im Zuge des Brexit Sell-Offs, was wir hier im Juni gesehen haben. Dann gab es natürlich nachfolgend auch noch große Schwäche und hier mit dem Tief 128,77 wurde ja ein Mehrjahrestief markiert. Wenn dieses Niveau unterschritten werden würde, dann kann man davon ausgehen, dass das Währungspaar hier sicherlich Schwierigkeiten hat. Und ich erlaube mir mal hier dieses Szenario zu skizzieren, sofern es eben zu einem Durchbruch kommt, müsste das Ganze dann auch relativ zügig eben nach unten ablaufen. Und das wäre mal hier die Option. Wohl bemerkt, wir stehen rein von der Saisonalität vor keinen so schlechten Zeiten. Ja, der Handelsmonat Oktober, November, oder besser gesagt auch der Jahresabschluss ist ja generell als bullischer Zyklus bekannt und da passt auch die Saisonalität relativ dazu gesehen. Also hier bullisch für die Aktienmärkte, bullisch für British Pfund Yen, gerade Ende Oktober. Sie sehen es hier und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen in den Dezember hinein. Haben im Prinzip die Preisniveaus eine generell sehr, sehr bullische Tendenz, eine sehr, sehr bullische Phase. Sie sehen jetzt hier September, Oktober wird es noch ein bisschen zäh, dippt nach unten so ein Stück weit. Also hier haben wir technisch gesehen oder saisonal gesehen einen Rückenwind. Technisch gesehen sieht es aber, wie gesagt, ganz, ganz anders aus. Die Gefahren, dass wir hier nach unten abdrehen, müssen wir sehen. Auch heute hier statistisch der Dienstag relativ gesehen der schwächste Wochentag. Das wird wohl heute nichts, zumindest bis
es keine Umkehr gibt. Auch das kann natürlich hier intraday ganz schnell passieren, also plötzlich nach unten wegkippen. Aber generell kann hier gesagt werden, das wird spannend, zumal wir dann eben im November die US-Wahlen auch haben und da kann sich eh viel tun. Aber technisch muss man jetzt einfach unterstellen, dass das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen wohl weiteres Abwärtsmomentum besitzt, sofern die Unterstützung fällt. Kommen wir nämlich hier hoch und Sie sehen ja nach den letzten zwei Touch dieses Levels um 130 erhöhte Nachfrage. Gab es immer relativ starke Aufwärtsbewegung. Und hier würde ich mal unterstellen, wenn wir diesen kurzfristigen Abwärtstrend hier den EMA 20 überwinden würden, dass hier dann durchaus kurzfristig Momentum auf der Oberseite entstehen kann. Das ist dann praktisch Plan B, dass das Währungspaar nach oben rauszieht. Und diesen muss man im Petto haben. Und relativ gesehen würde ich es annehmen, wenn wir über 133 gehen. Ja, das ist dann auch der Wochenpreis. Oder knapp das Wochenhoch der letzten Woche, zumindest hier nahe des Openings, also der vorletzten Woche, der letzten Woche. Und dann ist der Punkt eben, wenn der Preis hier rüber geht, dann sehe ich da Möglichkeiten, dass es hier dann weiter nach oben geht. Unterhalb dessen ist der Abwärtstrend, wie gesagt, intakt. Und ich halte es eher für wahrscheinlich, dass das Preisniveau nach unten ausbricht. Das gilt es genau zu beobachten. Kurzfristig, wie gesagt, hier mögliche Stabilisierung, seitwärts pendeln, aber wenn wir deutlich unter 130 gehen, dann wird es meines Erachtens, wie gesagt, rutschig. Auch hier interessant zu beachten, dass man gerade am Währungsmarkt eben auch durchaus mal über den Tellerrand schauen sollte. Euro-US-Dollar sicherlich das umsatzstärkste Währungspaar mit den engsten Spreads. Wir bei JFT haben ja hier auch die Core-Spreads am Start, insofern Interbankenhandel mit 0,2 Pips Abstand, Londoner Session mal 0,3 mal 0,1, kann auch 0,0 geben aufgrund unseres großen Liquiditätspools. Letztlich ein interessantes Paar, aber es bewegt sich derzeit nicht. Deswegen muss man hier auch definitiv mal umschwenken und glauben Sie mir, der Währungsmarkt hat hier genug Konstellationen im Bereich von 15 bis 30 Währungspaare, die hier immer wieder auch Action bieten. Und das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen hat beispielsweise eine durchschnittliche Schwankungsbreite von 150 Pips am Tag, hingegen Euro-US-Dollar hier im Bereich um 50 Pips rumdümpelt. Und insofern kann man sich hier durchaus auch mal ja, anderen Währungspaaren zuwenden. Und gerade die Yen-Pairs sind auf Swing-Trading-Basis, wie aktuell hier britisch Pfund Yen, interessant, US-Dollar-Yen sehr interessant, aber natürlich auch Intraday, weil es hier eben Bewegung, Momentum gibt. Gut. Das wäre es aber dann auch schon gewesen für heute mit meiner Ansprache zum britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dann auch gerne mal ein Like auf YouTube. Ansonsten natürlich folgen Sie uns auf dem JFD Desktop und sowieso, wenn Sie mögen, morgen dann die nächste Sendung. Morgen auch zwei Webinare im Sinne von dem JFD Devisenradar. Abends noch Broker Deal und am Donnerstag dann auch den Live Trading Event, wo wir 8:45 Uhr wieder starten. Freue mich auf Sie, wenn Sie mögen. Hören wir uns. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.